Mahlzeit. So, wir haben den 28. Februar. Ein Stück hier weg. Vor 3-4 Tagen habe ich das letzte Mal in die Bienen reingeguckt und habe mich in der Zwischenzeit dazu entschieden, die Dame ein bisschen Reiz zu füttern. In ungefähr 6 Wochen erwarte ich so Pi mal Daumen die Rapsblüte, sodass die Damen dann möglichst viel Brut haben sollten, damit das auch vernünftig funktioniert. Deswegen kriegen die von mir jetzt hier Reizfutter, in dem Fall Apipasta Plus. Das ist ein Futterteich mit Pollenanteil. Also ich kann euch da unten gerne mal einen Link zu reinmachen. Ist relativ simpel. Machst die Folie auf, legst das verkehrt rum auf die Oberträger. Wenn du kleine Völker machst, machst du nur so einen kleinen Bereich frei sozusagen, wenn du Schwächlinge hast. Bei den großen Völkern das Ding einfach drauf. Das ist so, dass das im Prinzip um den Deckel umgedreht da reinpasst. So wie ich das bei dem ersten Volk in dem letzten Video, ich verlinke es euch nochmal, gemacht hatte mit dem normalen Futterteig. Ja, und dann sollte das zu einem vernünftigen Bruteinschlag führen. Schauen wir mal. Habe ich bis jetzt in der Form noch nicht gemacht, aber wie gesagt, ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was da passiert. Ich nehme euch mit in die Beuten und dann sehen wir uns gleich in Verkleidung. So. Dann schauen wir doch mal rein. Das erste Volk war eins, da hatte ich ein halbes Paket draufgelegt. Schauen wir mal. Noch nicht mehr so viel von da, ne? Und das ist jetzt noch 3 Tage her. An die Seite. In dem Fall ist das ja ein starkes Volk, deswegen schneiden wir das Ding einmal komplett auf. So ein bisschen aus wie, keine Ahnung, Erdnussbutter oder sowas. Dann kommt das Ding oben drauf. Wie gesagt, ganz wichtig, in dem Fall habe ich das ja schon, Innendeckel rausmachen, also die Dämmung, damit die genug Platz haben, Deckel wieder zu und fertig. Jetzt beim zweiten, also ich will jetzt auch, wir haben jetzt relativ spät am Abend, deswegen will ich jetzt hier auch nicht großartig mehr Action verursachen als nötig. Deswegen ist es wahrscheinlich clever, vor dem Öffnen aufzuschneiden. Macht Sinn. Kann ich es einfach gleich reinlegen. Das ist schon klar. Mein Feind hier. Hier drüber. In dem Fall jetzt einmal Deckel auseinandernehmen, Dämmung oben drauf und fertig. Das wird jetzt auch kein monsterlanges Video. Muss ja auch nicht, geht ja nur um das Prinzip. So, ich mache jetzt den ganzen Rest und dann sehen wir uns gleich mal beim Fazit.
So, das war's. Feierabend für heute. Ich glaube, die Aktion hat jetzt knappe 10 Minuten gedauert hier. Bei den, ich weiß nicht, 25 Völkern oder was die hier. Also pro Volk eine halbe Minute mit Deckel auf, Deckel zu. Vielleicht waren es auch 15 Minuten, keine Ahnung. Das war also relativ zügig. Ich habe euch mal versucht mitzunehmen. Ich werde mal gucken, ob ich das Material von der Action Cam irgendwie mit einbauen kann. Im Zeitraffer als kleines Fenster zusätzlich oder sowas. Das wird er ja dann gesehen haben, ob ich es hingekriegt habe. Ansonsten mache ich da einen kleinen Extrafilm von. Wie gesagt, bei ein paar Völkern war zu sehen, dass ich denen schon mal ein bisschen Futterteig mitgegeben hatte. Wobei alles, bis auf bei dem ersten Volk, wo ein halbes Paket war, quasi weg war. Noch ein paar Teelöffel voll, aber das war alles nicht mehr die Welt. Ja, also bis jetzt sah das sehr gut aus. Die Völker waren auf jeden Fall deutlich aktiver als noch vor 4 Tagen. Ich denke einfach auch durch das Futter ein bisschen angeregt. Ne? Jetzt hoffe ich einfach, dass wir dieses Frühjahr vernünftiges Frühjahr haben, nicht so wie letztes, und es für alle Honigtöpfe gibt und in 6 Wochen die Rapsblüte so genutzt werden kann, wie es sich gehört, nämlich mit vollen Honigräumen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wieder mal einen Daumen hoch da, gerne ein Abo und einen netten Kommentar und eine Biene im Haar. Geh weg. Wo ist er hin? Keine Ahnung, muss ich gleich mal beseitigen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Hier wieder aufschneiden, damit es schon mal offen ist. Stein runter, meine Sturmgurte, die habe ich im Moment noch drauf. Was, wie gesagt, ein bisschen doll windig war. Auch hier wieder schönes, starkes Volk. Muss natürlich gucken, wo jetzt sozusagen das geschiedete Brutnest ist. In dem Fall zwischen den beiden Schieben. Also auch hier wieder nehmen. Schön mittig drüber. Deckel wieder zu. Den einmal auseinandernehmen. Das ist ja jetzt nur so lang, wie quasi da das Futter drin ist. Und gut ist. Ganz schnelle Nummer. Und ach, die Sonne geht eh gleich unter. Darf es auch nicht viel länger dauern. Teig zu sehen. Festdrücken.
Pflanzen rubbeln. Ich habe so Sachen schon mal probiert, da habe ich mit Flüssigfuttern in Beuteln gearbeitet, die du dann angestochen hast und ich weiß nicht was. Finde ich das jetzt bis hier deutlich angenehmer. Ja, welche sagen, das ist jetzt aber wieder Plastik im Spiel. Das stimmt. Festdrücken, damit das nicht so hoch ist. Deckel verkehrt rum drauf. Wenn ich gesehen habe, wie schnell die das hier wegsübbeln, dann ist das eh innerhalb einer Woche weg. Das heißt, wenn ich das nächste Mal reingucke, wirst du davon nichts mehr sehen. Dann kannst du die leer gelutschten Behälter einsammeln. Thank you.
Das war das verhungerte Volk.
So.